So, da bin ich wieder und wir machen auch direkt wieder weiter. Ja, ich habe jetzt mal zwischendurch ein bisschen was gefuttert und was getrunken, mal eine kleine Pause gemacht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt eher das Gebiet noch mal ein bisschen säubern soll oder mit der Story weitermachen soll. Denn man will es ja doch irgendwie immer schon schön hier haben, ne? Wie zum Beispiel diese kleinen Dinger hier einfach mal beseitigen. Oha. Oh, wegen dem Blödi kann ich jetzt hier nicht. Meine Fresse. Stirb halt. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn hier? Hui! Warte mal eben. Huch! Bleib liegen! Das ist ja jetzt doof. Ja nun. Ich probiere das jetzt nochmal. Also ich glaube ja nicht, dass es was bringt, aber... Oh, hoppla. Nee. Verdammt! Okay, das ist jetzt schon ein bisschen... ach Gott, ihr seid's. Ne, ne, ne. Erstmal das Kleingemüse weg. Na komm. Noch einer. Natürlich noch einer. Ja. Aua. Na also. Sehr gut. Ach, da ist ja noch einer. Na komm, dich nehme ich noch mit. Oh, du gehst mir auf den Senkel, Alter. Ja, flieg doch noch höher. Ja komm, den lasse ich jetzt mal außen vor. Ich wollte nämlich eigentlich da hinten hin, wenn das die richtige Richtung war. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Huch. Hoppla. Oi. Okay, es ist Nacht. Ja, genau. Hier wollte ich nämlich eigentlich hin.
Maulwurf. Hey, hey, bleib sofort stehen. Wie kannst du es wagen, über unseren Grund ohne Erlaubnis zu gehen? Das werde ich dir nicht durchgehen lassen. Ich bin Maulwurf von den Maulis. Ja, moin. Mauli-Anführer Maulwurf. Das gesamte Territorium unter der Taka-Ebene steht unter unserer Kontrolle. Wir können den Leuten nicht einfach erlauben, hier herumzuwandern, wie es ihnen gefällt. Wie sollen wir uns entspannen mit Eindringlingen wie dir in der Nähe? Du wirst etwas von deinem Besitz hier lassen müssen, als Wiedergutmachung dafür. Du weißt, was ich meine. Dieses goldfarbene Zeug, das man in Geschäften benutzt. Ja, nee. Hä? Ach, ich hab's! Ihr seid nur eine Horde Banditen, die Geld wollen. Nun, eher lernen Schweine fliegen, als du etwas von uns kriegst. Wir werden dir eine Lektion erteilen. Du hast ganz schön Mumm. Auch in Ordnung. Wenn es das ist, was du willst, du wirst es bereuen. Kommt, Männer! Maulis, die besondere Staubwolkenformation. Hatte ich ihn jetzt? Yes! Einmal. Es braucht aber noch viel mehr, um mich zu verletzen. Wenn du kämpfen willst, dann lass uns richtig kämpfen. Verdammt, ist der schnell. Ach, du suchst Streit oder was? Dann nimm das hier. Ich verstehe das einfach nicht. Wie kannst du gegen unseren besonderen Staubwolkentrick ankommen? Hast du genug von der hartköpfigen Amy? Das soll dir eine Lehre sein. Leg dich nicht mit den Göttern an, Maulpate. Verbrechen zahlt sich nicht aus. Merkt ihr das? Ich erwarte von euch Jungs, dass ihr von jetzt an ehrlich seid. Ich kenne den Unterschied zwischen richtig und falsch. Es ist nur... Ich war einsam. Ganz egal, wie lange ich hier unten warte, niemand kommt vorbei, um mich zu besuchen. Darum habe ich mich so verhalten. Ich wollte nur Aufmerksamkeit bekommen. Das ist alles. Bitte, weißes Hündchen, willst du mein Freund sein? Ich verspreche, ich werde mich von jetzt an auch anständig benehmen. Ehrlich. Du bist genau das, was ich brauche, Hündchen. Wenn du hier bleibst, dann bin ich nicht mehr einsam. Das wird von Minute zu Minute seltsamer. Ich weiß, ich sollte meine Gefühle nicht so offen zeigen. Ich werde wieder in den Untergrund gehen und meine Tränen alleine vergießen. Nun, ich schätze, das bedeutet dann wohl auf Wiedersehen. Du wirst doch bald mal wieder vorbeikommen und mich besuchen, oder Hündchen? Ich hätte jetzt gerne Ja gesagt. Oh, was ist das denn? Was mache ich jetzt damit? Oha. Ja nun. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber gut. Das werden wir bei Tagesanbruch, ich rede wieder viel zu schnell, vermutlich herausfinden. Ich habe nämlich im Moment überhaupt keine Ahnung. Oh, hier ist ganz schön viel los, wa? Warte mal, ich lasse das mal gerade. Ja, ich komme ja gar nicht ran. Jetzt, komm her. Lass mich los!
Jawohl. Sehr schön. Gut, gut, gut. So, ich glaube, der hat jetzt wahrscheinlich wieder dieses komische Ding da fallen gelassen und bei den Maulwürfen wieder abgelegt. Von daher... Stirb, Kartoffel! Nein, lass mich los! Juhu! Sehr schön! So muss das sein. Oh, dass der noch so ein paar... Warte mal, war das mit... Ach so, Yasiki. Das war das Teegefäß. Kann das sein? Von diesen Teeheinis da hinten? Warte mal eben. 100 pro. Stimmt, da war ja was. Hier war eine schrecklich verfluchte Zone, aber sie ist jetzt verschwunden. Jetzt sollte das Geschäft wieder normal laufen. Aber diese unheilstiftenden Maulwürfe haben meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Ich kann ohne es unmöglich irgendwelche Arbeiten erledigen. Hey, das ist meine geliebte Teetasse oder etwa nicht? Hast du sie von den unheilstiftenden Maulwürfen für mich zurückgeklaut? Danke dir. Das ist mein Glücksbringer für ein gutes Geschäft. Nun, eine gute Tat verdient Dankbarkeit. Hier. Erhalten goldener Pilz. Nun, was denkst du? Ganz schön beeindruckend, was? Ein Kunde gab ihn mir schon vor einer Weile als Bezahlung. Er hat so eine göttliche Aura. Ich hatte keine Idee, was ich mit ihm machen soll. Aber jetzt ist er dein Hündchen. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Okay. Ich weiß zwar doch nicht, was... Ja, guten Morgen. Bom. Ach so. Das Wiederbeleben des Wächtersprösslings hat die Natur in diesem Gebiet wiederhergestellt. Was du nicht sagst. Wo geht's denn hier hin? Oder komme ich von da, ne? Ich glaube, ich komme von da. Zur Zugbrücke brauche ich noch nicht zu gehen. Da hinten geht es noch nach oben. Ich würde eigentlich ganz gern noch das Rätsel mit der Spatzenprinzessin lösen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aua. Ich habe halt nur noch überhaupt keine Ahnung, wo die sein könnte. Und was mich halt immer noch fuchst, ist diese komische alte Frau in ihrem Haus. Ich habe jetzt zwischendurch mal nachgelesen, also ich weiß zwar eigentlich, was ich da tun muss, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie es sein soll. Ach nicht du schon wieder.
Ich würde eben gerne nochmal zu dem Haus zurück in der nächsten Nacht. Bis dahin würde ich sagen. Ach komm schon. Jetzt fließt doch endlich das Wasser wieder. Das heißt, wir haben auch die Quest von ihr erfüllt, ne? Es ist so wunderbar, dass die Meerjungfrauenquelle wieder Wasser gibt. Vielleicht liegt das an den legendären Kräften der Meerjungfrauen. Hast du schon diese Geschichte gehört? Diese Quelle ist wie ein Pfad für sie. Manchmal kommen sie vom Grund des Ozeans hierher. Solche Quellen wie diese hier sind über ganz Nippon verstreut. Die Meerjungfrauen kommen hierher, um ihre Lieblingsorte zu besuchen. Siehst du? Auf der Wasseroberfläche dort liegt ein leichter Schimmer. Wenn du eine Meerjungfrau-Münze hineinwirfst, dann wird sich der Pfad öffnen. Ach so. Ich glaube nicht, dass ich so eine Münze habe, oder? Oh, Entschuldigung! Wow. Kommst du wohl da raus? Okay. Ja, dann hätten wir das auch. Ach ja, das da. Ich kann es ja noch mal probieren, aber ich habe irgendwie so das Gefühl. Also ich kann ja nicht über dieses Ding da drüber balancieren. Oder? Ich habe halt das Gefühl, dass das gar nicht existent ist. Diese Leine. Wisst ihr? Also, dass ich da, ja, immer durchfalle. Da geht's zu den Spatzen. Da ist das Haus. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach nochmal bis zur Nacht oder so. Weil ich würde das eigentlich schon ganz gern lösen mit diesen komischen Dämonen, die hier offensichtlich noch hausen. Da ist auch noch irgendwas im Wasser. Warte mal eben. Da ist auch noch was vergraben. Verstreute Perle. Sehr schön. Ich muss mal gerade hier noch was anpassen in den... Warte mal. Nein. War das hier? Wo war das denn jetzt? Konnte man hier nicht irgendwo die Schreibanimation verschnellern lassen oder so? Weil ich finde das eben mit der Zeit ein bisschen komisch. Ist so lahm. Eklig! Was für ein widerlicher Brunnen! Ich garantiere dir, dieses Wasser wird dich rennen lassen! Ah ja, das hatten wir ja schon. So, ich würde sagen, ja moin, Hundi. Ich warte jetzt einfach mal bis zur Nacht und ja, dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Eigentlich war es ja auch nur eine ganze Sekunde. Oder vermutlich eher weniger. Hier muss ich nun die alte Dame in das Mondlicht ziehen. Allerdings, wie soll ich das tun, wenn Emmy nicht darauf reagiert? Ich kann sie, wenn sie hier schläft, nicht in das Mondlicht ziehen. Das sollte aber eigentlich so sein. Aber irgendwie, ihr habt es gesehen. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Oder vielleicht habe ich auch irgendwie nur eine falsche Taste gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Bitte gebt mir Bescheid, falls ich hier einen Fehler gemacht habe. Bitte, bitte. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne in die Sasa-Zuflucht. Das wäre wunderprächtig. Wie dem auch sei. Ach Gott, noch so einer. Aua! Nein! Lass das, du komischer Vogel. Fischvogel. Keine Ahnung. Vogelfisch. Ich hab doch keine Ahnung, was es ist. Eieiei. Ein Affe! So. Aber da bleibe ich jetzt mal nicht stehen. Krabum! Didum, 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 didum. Wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Ich hab's nicht, also ich hab nicht aufgepasst. Ach ja. Wie sieht's denn hier aus? Was ist das für eine unheimliche Atmosphäre des Bösen hier in diesem Dorf? Es gibt hier keine verfluchte Zone, aber ich spüre einen starken Fluch. Nicht nur du. Da ist ein Händler, Menschen und ein Haus. Mit Wäsche und ja. Wir gucken uns das jetzt alles einfach mal ganz in Ruhe an. Oh, da gibt's was zu essen. Ach ja, wie ihr seht, ich verliere meine Tinte. Oha. Ja nun. Ich denke, das sollte wohl nicht so sein. Hoppala. Gut, Tinte, ja nun, ist halt jetzt so. Muss ich wohl damit leben. Was soll es? Dann sehen wir halt jetzt demnächst wieder ein bisschen anders aus. Weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde von diesem Monster aufgefressen. Ich bin mir sicher, das ist der Grund, warum der göttliche Wind nicht mehr bläst. Monster haben den Windschrein angegriffen, verstehst du? Die Macht des Gottes von dem Schrein wird immer schwächer und schwächer. Der göttliche Wind ließ immer die Windmühle sich drehen, wie ein guter Zauber. Aber das ist noch nicht alles. Wie lange wird es noch so weitergehen? Das Dorf Kusa ist berühmt für seinen göttlichen Wind. Und jetzt, da er aufgehört hat zu wehen, stecken wir alle schrecklich in der Klemme. Der Wind ist unser Leben und ohne ihn ist die Luft schlecht. Gibt es wirklich gar nichts, was man tun kann? Wenn ich so darüber nachdenke... ja, so, damit hätten wir dann unsere Tinte verloren.
Bei Priestern fällt mir ein, Fusehime ist so bewundernswert. Weißt du, es ist seit langem die Aufgabe ihrer Familie, den Schrein zu beschützen. Obwohl sie jetzt ganz alleine ist, hält sie weiter durch und vergießt keine Träne. Es ist eine Schande, dass ihr niemand bei ihrer schweren Aufgabe hilft. Oder wie siehst du das? Gleichwohl. Dieser Nachfahre von Nagi soll doch hier sein, oder? Vielleicht wird er sich für uns um das Monster kümmern. Ich bin mir sicher, dass der Wind erst dann wiederkommt, wenn dieses Monster weg ist. Zumindest hoffe ich das. Der Oberpriester wurde aufgefressen. Blablablablub. Ja. Gut. Ich war mir halt nicht sicher, ob die noch irgendwas großartig dazu sagen würden. Dann schauen wir einmal weiter. Was ist denn mit ihnen los? Was nun? Ein Wolf? Ein weiterer nicht zahlender Kunde? Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Typ, der neulich kam, ist die totale Katastrophe. Ich ließ ihn rein, weil er behauptete, er sei ein Nachfahre von Nagi. Aber er ist gar kein Monstertöter. Er schläft den ganzen Tag im Wald. Und er macht schrecklichen Lärm in der Nacht, wenn er im Schlaf schreit. Vielleicht kannst du versuchen, ihn für mich zu verjagen. Och, ich glaube, den kenne ich sogar. Sind wir denn hier gelandet? Sind das auch so Türen? Yay! Aua. Okay, da komme ich nicht durch, witzigerweise. Kriegt der... Ja, toll. Den Schrank kriege ich auf, ist aber nichts drin. Na gut. Hier ist auch nichts. Das sieht doch alles sehr runtergekommen aus. Haruka. Du musst erst anklopfen. Kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Ja, Entschuldigung. Hoppala. Ach, sieh mal einer an. Die kennen wir doch. Hier von wegen, man malt ein Auge drauf, bis sich der Wunsch erfüllt oder irgendwie sowas und dann klebt man das zweite Auge drauf. War das nicht so? Oh Mann, ich würde ihm gern das zweite Auge malen. Aber ich habe ja keine Tinte. Oh Mann. Na gut, hier hängt noch irgendwie so eine komische Figur. Das sind die Brunnenweiber. Was ist denn mit ihr los? Hallo, kleines Hühnchen. Weißt du, dieses Blumenbeet war einmal sehr hübsch. Es war voller Blumen, die alle durch das Wasser des Springbrunnens gediehen. Aber dann hörte der Wind auf zu wehen. Das Wasser trocknete aus. Und jetzt? Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Die Blumen hier waren so schön. Aber jetzt sieht es aus, als wäre es mit totem Gras gefüllt. Aber ich gieße sie jeden Tag. Totes Gras. Bringt es mir denn... Ach, ich kann ja gar nicht zaubern. Nicht zaubern. Ach, was rede ich denn da? Wer bist du denn? What? Gurkenbauer. Aha. Ach, so kann ich nicht arbeiten. Ich versuche ja meine Ernte einzubringen, aber nur die Körbe von Herr Bambus haben genug Fassungsvermögen. Warst du schon mal bei seinem Haus? Er lebt hier im Dorf. Die Leute kommen von nah und fern, um seine Ware zu kaufen. Oh, Entschuldigung. Heieiei, was ist denn hier heute los? Er ist ein wahrer Meister. Aber er hat plötzlich aufgehört, irgendwas zu machen. Er sagte, er kann keinen geeigneten Bambus mehr bekommen. Ach, wenn ich so darüber nachdenke. Hast du auf der Taka-Ebene ein marodes Haus gesehen? Das alte Paar dort hatte als letztes Bambuswaren bestellt. Anscheinend wollten sie plötzlich einen Vogelkäfig haben. Sie hatten Tiere immer gehasst. Deshalb ist es komisch, dass sie auf einmal ein Haustier haben wollen.
Kann ich denn vielleicht jetzt mit dieser komischen Dame interagieren in dem Haus? Das wär's ja jetzt.